Es ist 2 Jahre her, seit ich die Insel verlassen hatte. Zertifikation, aber nichts verwandelt sich doch in sowas. Was ist das? Oh Gott. Ich weiß nicht, was soll das sein? Kommst du mit, Professor? Oh Gott. Nein, 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 lassen Sie mich in Ruhe. Jahren haben wir sie gebaut. Das Gemeindehaus. Der alte Steg. Studios präsentiert das neue Community-Projekt. Bermuda 2, der Sand der Zeit. Hier waren früher Häuser und Felder und Wege und hier ist einfach gar nichts mehr. 694. Hä, 94. 94. 9. Irgendwo hier. Müsste sich eigentlich, glaube ich, genau da befinden. Ich kann mich doch jetzt da nicht einfach runterbauen. Ich habe Werkzeug mitgebracht. Ja, dann gehen Sie mal zur Seite. Ich hebe ein Loch aus. Oh Gott. Ich sehe Licht. Ich sehe Licht. Ist das Holz? Das müsste Sandstein sein. Passen Sie auf. Oh Gott. War hier früher ein Haus? Bestimmt, aber ich habe jeglichen Orientierungssinn verloren. Wer beobachtet uns denn da hinten? Wer kommt denn da jetzt? Ich möchte. Entschuldigung, Mister, das ist kein. Das ist. Gehen Sie bitte nach Hause. Das ist nicht wirklich der richtige Zeitpunkt, glaube ich. Wir sind gerade dabei, eine große Entdeckung, und ich will nicht, dass, wenn das schief geht, wir noch jemand dabei sich irgendwie verletzt oder so. Schon schlimm genug, dass Professor Relbert mitgegangen ist. Ich wollte mich nur mal ein bisschen umgucken hier eigentlich. Ich glaube, ich entferne mich. Ich würde aufpassen, weil nicht, dass wir hier irgendwas passiert und wir gehen dabei drauf, aber ich will nicht, dass Ihnen irgendwas passiert. Ach, ich bin 57, ich habe die besten Tage schon hinter mir. Ja, aber soll ja doch ziemlich sein, ne? Naja, aber ich werde mich mal ein bisschen entfernen. Passen Sie auf sich auf, also mir gefällt das nicht, wie hier jeder alleine rumrennt. Na, das ist wirklich... Sagen wir so, diese Insel, wissen Sie, die hat eine kleine Anziehungskraft zu jedem dieser Forscher oder sonstigen Menschen hier. Ich habe bisher noch nichts gespürt, aber ich bin auch nicht lange. Ich bin erst seit gefühlt 10 Minuten hier. Keine Ahnung, aber es ist einfach diese Anziehung der Neugierde, wissen Sie? Schon ziemlich komisch. Ja, wir sind eigentlich größtenteils alle Wissenschaftler und Wissenschaftler begehren nach Wissen. Und wenn jemand hier, glaube ich, was auch zu schaffen. Ja, natürlich. Vielen Dank und danke. Ihnen eine gute Heimreise. Nehmen wir in dem Fall an. Okay, in dem Fall. Adieu. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit, nach Hause zu gehen, oder wir haben die Möglichkeit, hier vielleicht mit wertvollen Informationen rauszugehen. Ich bleibe dicht hinter Ihnen, ja.
sieht mir schwer nach einem Haus aus. Aber so deformiert, ich kann Ihnen überhaupt nicht sagen, wessen Haus das ist. Oder gewesen sein soll. Es ist zu stark deformiert. Da hinten, hier geht's. Ja, hier geht's runter. Oh Gott, warum muss ich vor? Wertvolle Sachen. Haben Sie das gehört? Ich höre die ganze Zeit immer irgendwelche Geräusche. Wertvolle Sachen. Hm. Sache so ein Sieht mir nach einmal im Keller aus. Dieses Haus sagt Ihnen wirklich nichts, oder? Ich bin mir nicht sicher. Warten Sie, einen Moment. Mir kommt die Struktur des Raumes sehr bekannt vor. Ein Moment, das war doch... Frisch. Hier ist irgendwo, hier muss irgendwo eine Bibliothek sein. Ja. Ja, genau, und hier gab es einen versteckten Schalter. In einem Buch. Und dann hat sich eine Tür... Genau, dann hat sich eine Tür geöffnet. Und da unten war... Oh Gott. Es ist schon so lange her, 2 Jahre. Ich hoffe. Es ist. Was ist das denn hier? Stufe 1, Stufe 5, Stufe 10. Das war vorher nicht hier. Was zur Hölle? Also, etwas passieren tut. Das jedenfalls nicht. Was hat das zu bedeuten? Das war hier doch, das war noch nicht, das muss hier. Da ist ein Buch drin. Teil 1. Darf ich fragen, was in diesem Buch drin steht? Diese Maschine kann die Zeit beeinflussen. Sie kann die Zeit umpolen. Dadurch läuft sie rückwärts. Ebenfalls kann sie die Zeit normal oder auch in die Zukunft laufen lassen. Es gibt 3 Oberstufen. Stufe 1 ist Vergangenheit, Stufe 5 ist Gegenwart, Stufe 10 ist Zukunft. Die Lampen über den Schildern zeigen an, welche Stufe aktiv ist. Ist die linke Lampe an, so ist die Stufe 1 aktiviert. Ist die linke als auch die mittlere Lampe an, so ist Stufe 5 aktiviert. Sollten alle 3 Lampen leuchten, so ist Stufe 10 aktiviert. Es leuchten alle 3. Also ist... Zukunft aktiviert. Ich guck. Es gilt mit großer Vorsicht zu arbeiten. Mit der Zeit darf nicht gespielt werden. Dann ganz viele. Sonst ganz viele Striche und. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, was die. Schauen Sie sich das mal an. Ich kann Ihnen nicht sagen, was das für Striche sind, aber. Vielleicht kann ich irgendwas herauslesen. Ich kann nicht sagen, dass das eine Zeit. Eine Zeitregulation ist oder sowas in der Art. So eine Zeitmaschine, auf keinen Fall. Das ist einfach eine Leitung und jemand, der komplett irre ist und da eine Lampe zum Leuchten bringt und meint, wir haben die Zukunft jetzt aktiviert. Also es leuchten alle 3 Lampen, also... Also Sie haben doch vorhin davon gesprochen, dass jemand Sie hier runtergeführt hat. Einer namens Suell. Hatte der, also wenn er Sie schon hierher geführt hat, wo hat er Sie denn damals noch hingeführt? Irgendein spezieller Ort, an den Sie sich noch erinnern können? Es war irgendein Seitengang, irgendwie so ein Tunnelsystem und wir sind dann irgend so ein... Vielleicht sollten wir einen dieser alten Orte erforschen. Vielleicht kann irgendwo noch irgendwas sein, was Sie damals vielleicht übersehen haben. Wenn ich dann nur wüsste, wo wir hingehen. Ja, irgendwo da unten. Ja, irgendwo da unten ist gut gesagt. Nein, ich weiß auch nicht. Irgendwo da unten. Ich musste irgendwas machen. Sehen Sie das Licht da hinten? Was? Ja. Was ist da? Sie waren doch schon mal hier. Ja, aber nicht so weit in der Insel drin. Tatsächlich. Hier ist auch Licht. Könnte das hier gewesen sein? Oder, ich weiß nicht, aber hier ist Licht, das interessiert mich. Sehen Sie, ob es da runter geht? Es geht da runter, ja.
sicher? Also kommt man sicher nach unten? Ich probiere es. Ich weiß nicht. Also da ist Wasser. Ist da Wasser? Warum ist hier Wasser? Ich verstehe es auch nicht. Ich höre auch Wasser. Wie kann es sein? Warum ist noch niemand mal aufgefallen, dass wir hier Wasser haben? Auf einer ausgetrockneten Insel. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Es ist Wasser. Ja. Sonst hätte ich mir beide Beine gebrochen. Okay. Und kommt Ihnen das wieder? Vertrauensaufgabe, ja. Ich erinnere mich. Es ist hier. Hier sollte ich... Hier wurde ich einem Test unterzogen vor 2 Jahren. Ich sollte in Lava springen. Meinen Sie diese Lava? Ja. Das war sicher. Das war sicher eigentlich, ja. Sie sehen doch, ich wäre tot. Ja, da haben Sie auch wieder recht. Bevor es angefangen hat zu brennen, wurde ich sofort mit Wasser gelöscht. Ich meine, ich habe ein paar kleine... Sie wollen mir doch nicht erzählen, wie Sie mich jetzt wollen. Also Sie wollen doch jetzt nicht gerade, dass ich in die Lava springe, also... Nein, aber es muss doch noch da sein. Keiner war doch in den 2 Jahren hier. Es hat sich doch eigentlich nichts geändert. Ich weiß nicht so genau, wie ich das jetzt hier betrachten soll. Es ist mir alles ein bisschen heikel. Es geht auch alles relativ schnell, aber... Denken Sie, ist es sicher? Ah, ist sicher. Hallo? Ist sicher. Es ist sicher. Es ist noch da. Es ist noch da. Okay, dann... Springe ich jetzt auf. Gott Hilfe, warum? Ich wusste es. Wir sind auf einer ganz heißen Spur. Wortwörtlich. Aber. Und wo. Jetzt? Oh Gott. Okay. Ich werde irgendwo hingezogen. Und nun? Das. Hier kann ich mich nicht daran erinnern. Oder doch? Oh Mann, hier ist eine Kiste. Es ist nur noch Sand drin. Ich glaube, hier war damals eine Botschaft in dieser Kiste. Eine Botschaft? Von wem? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was drin stand. Das ist seit 2 Jahren, ne? Ich sag's Ihnen. Ich höre hier ganz viel Wasser. Das erscheint mir irgendwie etwas... sehr suspekt dafür, dass hier alles ausgetrocknet sein soll. Ja. Achtung, hier sind Stacheln. Oh Gott. Hier auch. Ich glaube. Kannst du sie auch, dass wir irgendwo hin? Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Irgendwas hier verändert. Vielleicht. Also hier. Also ich habe das hier unter uns sogar. Hier ist ganz viel Wasser, aber. Meinst du, wir sollen da runter? Ich glaube, das ist unsere einzige Möglichkeit. Also das Wasser ist ja irgendwo links hier. Okay, es ist relativ... Es ist nicht so kalt wie gedacht. Komm her. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie man schwimmt. Oh Gott. Vielleicht fehlt es in der Luft. Wir müssen weiter schwimmen. Wir können jetzt nicht zurück. Ich habe eine Kiste gefunden. Da ist ein zerrissenes Blatt drin. Es tut mir so leid. Ich habe alles zerstört. Die Ureinwohner hatten recht. Wir hätten niemals mit der Energie forschen dürfen. Ich habe uns ins Unglück gestürzt. Sie werden uns alle töten. Gezeichnet von Suell. Meinten Sie nicht, dass es... Das hat er mir, glaube ich... Das hat er mir nie erzählt, glaube ich. Dann schwimmen Sie voraus. Ich komme hinterher, wir schauen uns das oben an. Ich will hier erst raus. Ja. Nichts wie raus hier. Also... Das ist ein Knopf. Eine Wand. Ja, wir haben keine Wahl, oder? Drücken Sie. Bitte was.
Das war knapp. Oh Gott. Wir sind wieder hier im Start. Ich muss erstmal verarbeiten, was wir hier gefunden haben. Wir haben eine Art Zeitmaschine und irgendeine Information von irgendeiner Person. Wir müssen uns diesen Ort mit dieser Zeitmaschine merken. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine Zeitmaschine ist. Ich meine, niemand kann die Zeit verändern. Niemand kann doch an der Zeit rumspielen. Achtung. Oh Gott. Da geht's ganz schön Gott. Runter. Ich hab nicht aufgepasst. Ich will nicht dahin, wo es leuchtet. Wir gehen einfach zurück. Ich weiß, wo lang, glaube ich. Oh Gott, bloß weg von diesem Ort. Nichts wieder hier, nichts wieder hier. Professor Albert? Ja? Wir haben nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen den anderen davon erzählen.